In erster Linie habe ich mir jetzt mal versucht, diese Dinge auch auszublenden. Aber man nimmt es natürlich wahr. Und es ist ja auch legitim, dass man heute in unserer heutigen Zeit sich äußert, auch in Social Media äußert. Ich kann sagen, ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, welche Aufgabe mich hier erwartet. Und ich weiß, was ich leisten kann. Aber das darf kein Ich sein, sondern das muss ein Wir sein. Wir müssen das zusammen angehen. Und ich habe vom Verein absolut gespürt, dass man das unbedingt mit mir jetzt machen möchte, dass man das mit mir und Horst Held zusammen machen möchte. Und dieses Wir möchten wir auch auf unser Team übertragen. Ja, ich habe ihn gerade schon gesehen, wir haben uns angelächelt. Wir wissen beide, dass wir vor allen Dingen eine sehr erfolgreiche Zeit in Hoffenheim hatten. Ich hatte ihn ja damals aus Bastia geholt nach Deutschland. Hat in der ersten Saison unglaublich gut performt, wir sind dann Neunter geworden, im zweiten Jahr sind wir Achter geworden mit ihm, da war aber die Konkurrenzsituation ein bisschen eine andere. Dann hatte der FC Köln Glück, dass sie ihn verpflichtet haben nach der Saison und wir haben ein anständiges Verhältnis miteinander, wie man miteinander umgeht. Ich freue mich auf ihn und ich freue mich, mit ihm zusammenarbeiten zu können, so wieder, weil wir werden ihn brauchen. Ja, so wie wir jeden anderen Spieler auch brauchen, aber wenn Toni in Bestform wäre doch geil, wenn wir es wieder hinbekommen. Also deswegen ja, auch mit ihm Neustart. Es ist so, dass man so ein erstes Gefühl hat, wenn man einen Anruf bekommt von dem Club und dann sich das erste Mal trifft und sich dann im Laufe eines Gesprächs viele Dinge entwickeln. Man merkt, okay, das könnte passen. Man selber auch weiß, was man kann, was man vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle auch bewiesen hat bei anderen Clubs und in welcher Situation sich der aktuelle Club befindet, mit dem man dann spricht. Wir brauchen uns nichts vormachen. Das ist eine schwierige Situation. Die ist nicht einfach mal so, mir nichts, dir nichts zu erledigen. Sondern wir müssen jetzt wirklich ganz gewissenhaft und grundlegend arbeiten. In vielen Bereichen müssen schauen, was passt zu unserer Mannschaft.